Oh, die Aufnahme läuft schon. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, die, die beste Rathaus-11-Strategie gibt es eigentlich gar nicht. Aber man kann natürlich so ein paar Sachen entwickeln, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Oldschool oder so, aber kann sicherlich hier vor allen Dingen mit dem Einsatz von Supertruppen wesentlich mehr machen, als das man vorher machen konnte. Ich sehe mich jetzt gerade gar nicht. Ich wollte jetzt nicht sagen, das belastet mich. Ich sehe mich äußerst ungern, aber so ist es etwas besser. So. Und so kann man natürlich hier Richtung Adler relativ gut kommen. Also so, ich nenne das mal Core ins Zentrum der Base. Also ein reiner Queen Charge hier auf Rathaus Level 11 Richtung Adler. Denn so ein bisschen ist immer so, also wenigstens so ein bisschen ist immer, wenn er dann gut erreichbar ist, ist das Begierde, also den müssen wir nehmen, außen auf 9 Uhr die Clanburg gesetzt hier mit einem, mit einer Kaserne. Pekka kommt da raus, der Warden hilft ein bisschen, und so ein kleines Missgeschick ist mir hier aber allerdings trotzdem passiert. Das seht ihr, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe nämlich, glaube ich, vergessen, so ein paar Miner hier zu setzen erst am Anfang. Ich habe nicht alle weggesetzt, dann sind mir ein paar nach außen hin und nicht komplett in die Mitte rein. Aber ich glaube, so ein Hybrid hier auf Rathaus Level 11 ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Taktik. Wichtig dabei ist natürlich, dass die Queen irgendwie überlebt. Single Inferno zweimal. Das sollte sie auch packen. Ich hatte sie ja jetzt schon gezündet. Also Inferno ist weg, und mit den zusätzlichen Hogridern aus der Kaserne wird das eigentlich immer ganz gut. Also gegen so ein Design dieser Base hier, glaube ich, kann man das ganz gut machen. Man muss halt ziemlich lange den Queen Charge aufrechterhalten, damit das funktioniert. Sonst hast du ein Problem. Im ersten Angriff habe ich hier einen Rathaus 12er versehentlich angegriffen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und habe hier auch mit einem Stern kläglich versagt. Aber hier ist es mir mal wieder gelungen. Ich habe jetzt gleich eine etwas andere Truppe. Aber wie gesagt, so diese beste Truppe, das sind ja immer mal wieder Fragen, auch in den Livestreams. Toto, welches ist die beste Truppe auf Rathaus XY? Streng genommen gibt es sie nicht. Streng genommen gibt es sie nicht. Es gibt für jede Base, denke ich mal, eine sinnvolle Taktik, aber so die beste, wo man jetzt sagen kann, damit legst du im Moment fast alles. Teilweise gibt es das im Moment im Rathaus 13 Bereich. Da gibt es ja gerade den Suilalo-Part, also mit der Magier-Blimp, schon ziemlich stark im Moment. Da kann man schon fast sagen, das ist im Moment so das Stärkste, wenn du es spielen kannst. Das muss man immer dazu sagen, wenn man spielen kann. Vieles kann ich nicht spielen. Zum Beispiel, ich bin nicht so ein guter Luftangreifer. Ich bin eher so ein bisschen bodenfixiert, aber es sieht noch ganz gut aus hier im Clankrieg. Gegner hat nochmal einen Stern, auch nur einen Stern auf Jack geholt. Okay, das ist nochmal eine kleine Def hier, aber 30 Minuten, das dürften wir gewonnen haben. Hier beim Clan Herausforderer haben wir auch wieder einen kleinen Zuwachs. Es sind, ich glaube, mittlerweile sind alle hier wieder heil angekommen und haben den Weg wieder zurück in den Clan gefunden. So viele sind wir nicht, aber immerhin 30. 30 ist eigentlich eine ganz stabile Zahl. Man muss mal drei Stück abrechnen da unten. Die Uschi, Farnsworth und den Alex. Das sind drei Parker von mir, die ich hier eigentlich nur parke. Und der Evel angewahrt, der ist eigentlich auch schon wieder semi-aktiv. Ich würde sagen, der ist schon den zweiten Monat nicht aktiv. Na ja, aber ich will heute mit Rathaus 11 so ein bisschen was machen. Zweimal habe ich diese Armee hier am Start und ich habe die noch nicht genommen. Also das ist jetzt für mich auch Premiere. Pekka Bobet mit dem Lock-Launcher, also mit diesem Nudelholz, was viele so sagen. Oder Kampfholzwerfer, so heißt der eigentlich in Wirklichkeit. Und ein paar Fledermauszauber im Backend, nur von mir, und vier Unsichtbarkeitszauber. Vielleicht, gerade wenn der Lock-Launcher gut durchgeht, dass man dort die Truppen in der Mitte irgendwo unsichtbar machen kann. Suchen wir uns mal eine coole Base. Ich habe jetzt ganz bewusst keine Erdbebenzauber genommen. Gerne werden natürlich auch Erdbebenzauber genommen. Der Lock-Launcher läuft dann ein bisschen weiter, aber ich habe hier 7 Päcker und dann müssen die 7 Päcker das einfach mal bringen. Wir gehen hier mal rein in die Suche mit dem Alex. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr coole Base, muss ich sagen. Mit der kann man das schon ganz, ganz gut machen. Was hat er denn hier so an Infernos? Oh, das sind Single. Okay, Single hier und ein Single da. Eigentlich sind optimaler ja Multis, ne? Eigentlich sind optimaler Multis.
Ich meine, okay, im Klankrieg kann ich mir die Base auch aussuchen. Ja, deswegen können wir das hier auch machen, Leute. Wir brauchen eine schöne breite Front, so wie der hier. Der hat nur keine Infernos, oder? Habe ich jetzt was übersehen? Der hat noch, jetzt wollte ich gerade sagen, der hat noch keine Infernos. Der hat noch nie Infernos. Ach doch, da hat er die in der Mitte. Ah, okay, die können wir aber mitnehmen in der Mitte. Die nehmen wir mal mit. Wir nehmen eine ziemlich breite Front hier jetzt gerade auf uns. Und jetzt lass mich mal überlegen. Wir gehen hier, glaube ich, der Queen entgegen. Ich will mal schauen. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Wir nehmen mal hier unsere Packer. Immer so im Zweiertakt. 2, 2, 2, 2. Und unsere Bola dahinter. Unsere Karre soll hier mit durchfahren. Außen funneln wir so ein ganz kleines bisschen mit Babydrachen. King hier mit rein, dass der King mit in die Mitte geht. Oh, King, wo läufst denn du hin? Wo läuft denn unser lieber King hin? Okay, ist egal. Wieso kriege ich den Warden hier nicht raus? Ah, jetzt kriege ich auch den Warden raus. Okay, wir lassen den Lock-Launcher mal laufen hier. Denn der rennt ganz gut hier gerade in der Mitte. Und wenn der aufgeht, dann machen wir die ganze Meute hier eben mal unsichtbar. Das passiert jetzt gerade. Wir nehmen mal den Warden hier auch und können natürlich jetzt... Ich habe keinen Freeze dabei. Okay, ich habe keinen Freeze dabei. Das ist natürlich dusselig. Keinen einzigen Freeze-Zauber dabei. Was ist, wenn ich hier starte mit meinen ganzen vielen Bats? Macht mir der Magierturm alle weg oder schaffen die den schnell? Okay, die schaffen den ganz, ganz schnell, alles klar. Hier außen habe ich keine Chance mehr, etwas zu reißen. Das heißt, ich muss jetzt hier eben mal meine Bats so ein bisschen ablenken mit den Magiern. Oh, ich habe den Magierturm gekriegt. Okay, oh, das funktioniert. Okay, so. Es funktioniert. Alles klar. Okay, jetzt hatte der keine Clanburg, aber er hatte Infernos. Und deswegen habe ich hier mein Gift auch noch nicht geworfen. Dann werfen wir ihn mal jetzt. Also, die Kombi kannst du, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Wir wollen das jetzt nochmal machen. Denn wir haben jetzt schon mal einen Hybrid gesehen. Wir haben jetzt Pekka Bobert gesehen. Ich habe jetzt noch einen in Ausbildung. Und wir nehmen nochmal den Lock-Launcher mit, würde ich sagen. Und auch die vier Unsichtbarkeitszauber. Ich habe den noch nicht auf Max. Also wenn man den natürlich jetzt dann auf Max-Level auch für Rathaus 11 hat, der levelt jetzt gerade bei mir, glaube ich. Ja, ich glaube, der levelt gerade bei mir. Der geht auf 2 dann. Ich glaube, dann kann man es ganz gut gebrauchen. Auch mit den Magiern, sofern man dann mit dem Launcher weit in die Mitte kommt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Voraussetzung. Und dann nehmen wir die eigentlich nochmal. Ist die teuer? Oh, nö, die ist gar nicht so teuer. Ich selber habe im Moment andere dunkle Truppen offen hier. Nämlich die Fassroller, also die Supermauerbrecher. Aber man kann ja mal so ein bisschen was probieren. Und ich habe gestern schon gedacht, Mensch, irgendwas Cooles muss mit dem Packer und mit dem Bolan gehen. Und vielleicht nach wie vor mit dem Betspell. Jetzt haben wir was Neues eingebaut. Den Lock-Launcher, also den Holzwerfer. Mit dem Unsichtbarkeitszauber und auch den Magiern. Da kann man natürlich auch eine Blimp spielen. Nur eine Blimp habe ich hier noch nicht sinnvoll irgendwo gesetzt bekommen. Das Ganze kann man dann vermutlich auch zum Lalo umbauen oder zum Sui Lalo, aber da muss ich so viel üben, dass ich die Loons gescheit setze. Da muss ich mal ein ruhiges Händchen haben und muss vielleicht dann mal so Itzu zugucken oder so, wie der die locker auf 13 setzt oder was auch immer. Da sind das die besseren Angreifer und deswegen habe ich mich für diese Sache entschieden. Wir nehmen das einfach noch mal mit und dann mache ich einen kurzen Cut und dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Dafür habe ich die Armee ja vorgebaut für euch, um euch wenigstens so ein bisschen mal Rathaus 11 beizubiegen oder nicht beizubiegen, sondern einfach mal ein bisschen, dass ihr ein bisschen was kennenlernt. Ihr braucht keine Max-Helden haben. Ich habe hier die Helden bei den beiden Elbern jetzt schon lange in maximaler Ausbaustufe. Mir fehlen halt noch ein paar dunkle Truppen, beziehungsweise im Moment läuft ja, habe ich ja gesagt, der Unsichtbarkeitszauber. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Kann man super integrieren hier auch in die Rathausstufe 11. Und dann machen wir kurz einen Cut. Machen wir gleich einen zweiten Angriff. Und da ist der Toto wieder weg. Jo. Mit dem war ich hier so ein bisschen zum Spenden, damit ich meine Karre bekomme. Und auch, ja, in Betzfels habe ich wieder zwei gewiss gleiche Armee. Haben wir am Start und gehen wieder in die Suche. Ich weiß, die Suche, ich mag das auch nicht, wenn YouTuber in ihren Folgen so unendlich lange suchen. Aber es gehört nun mal mit dazu. Und in der Zeit kann man sich ja auch den Mund so ein bisschen fusselig reden. Auch ein Zehner, okay. Von daher
ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wir nehmen mal einen mit, der vielleicht ein bisschen stärker ist. Mal sehen, ob das da auch noch funktioniert. Für ein Rathaus können wir knicken. Ein Zehner machen wir nicht. Wir wollen dann schon einen haben, der auch so ein bisschen so auf unserer Strecke ist hier. Und deswegen nehmen wir uns so einen Elfer. Oh, 8000 Dunkles. Oh, Dunkles kann ich gebrauchen. Nicht zum Heldenleveln, zum Truppenleveln. 8000 Dunkles können wir gebrauchen. Der hat jetzt nicht alle Helden am Start. Ah doch, Queen ist dabei. Die Warden-Statue ist dann ja auch immer aktiv, auch wenn der im Bau ist. Und dann können wir den eigentlich mal mitnehmen. Ja, den nehmen wir mit. Sehr schön. Karre haben wir equipped. In der Mitte dran denken. Ah, okay. Jetzt haben wir hier auch ein Single und ein Multi. Wo können wir denn dann nachher unsere Bets ansetzen? Ich habe nach wie vor keinen Fries dabei und weiß gar nicht, wo ich die Bets ansetze. Es wird wieder schwierig. Okay, gucken wir mal. Wir gucken mal. Wir schauen mal, wie das funktionieren kann. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ein bisschen gefunnelt hier. Und damit so ein paar hier wenigstens reingehen. Ich nehme jetzt schon mal den Warden mit rein. Dann sind die ersten Truppen hier in jedem Fall in der Aura. Hier außen können wir ein bisschen mitfunneln. Und hier in der Mitte schmeißen wir unseren Wutzauber und jetzt auch gleich unseren Unsichtbarkeitszauber, sobald hier unsere jetzt zum Beispiel. Oh, der war gut geworfen. Da habe ich den King noch mal mit reinbekommen. Und wir nehmen hier jetzt unsere Bats-Bells auf den kleinen Magierturm, würde ich sagen. Auf den kleinen Magierturm. Oh, auf den großen Magierturm. Den muss ich vergiften. Scheiße. Den muss ich vergiften. Okay. Toto giftet den Magierturm. Ja, da fehlt der Frost. Da fehlt ganz klar der Frost. Vielleicht einen Frost mitnehmen. Vielleicht doch einen Frost mitnehmen, Leute. Dennoch machen wir die Base hier ganz, ganz easy peasy, denke ich mal. Aber ich glaube, so ein Frostzauber ist gar nicht mal so verkehrt in der Kombi. Aber die Kombi gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich, denke ich mal, auch in den CKs mal wieder anwenden. Und vor allen Dingen ist es immer noch so ein Supermagier hier aktiv. Der versucht sich zwar jetzt an eine Mauer, aber jetzt geht er auch weiter. Und das sieht sehr gut aus. Ich habe aber noch einen Angriff für euch. Denn der Clankrieg hier im Clan Herausforderer. Oh, den haben wir aber. Das war aber nettes 2-4 noch dazu. Na, gute 10k. Okay. Okay. Nehmen wir mal wieder mit. Und man muss jetzt zum Farmen nicht unbedingt eine Karre dabei haben. Das war jetzt halt nur, um euch so ein bisschen die Taktik ein bisschen näher zu bringen. Beziehungsweise ich habe sie jetzt auch mal wieder ausprobiert. Einfach mal so zum Checken und mal sehen, ob ich... Ich nehme die drei Magier mal raus. Aber ich glaube, eine Karre und Unsichtbarkeitszauber bekomme ich immer. Was ich dann da reinbekomme, ist eigentlich jetzt hier zum Farmen nicht so relevant. Aber wir haben eine Clankrieg gewonnen. Ihr seht, da unten ist eine 1, also auch ein bisschen Bonus reinkassiert. Und 26 haben wir nochmal geschafft. Alter Falter, der Fredder hat auch nochmal zugeschlagen. Nehmen wir eine Fredde oder nehmen wir einen Jack? Donnerwetter, der Fredder hat hier nochmal zugeschlagen auf die Base, auf die ich eben mit meinem 13er gefailt habe. Okay, dann nehme ich den Fredder mal mit rein. Und die Tage war ich ein bisschen enttäuscht von dem Fredde, aber muss ja nicht immer so sein. Und wenn ihr ein Rathaus 11, 12 oder 13 seid, dann seid ihr hier herzlich willkommen. Unten haben wir noch ein paar Zehner, glaube ich zumindest. Ich glaube ab 10 nehmen wir auf, aber ab 11 müssen wir mal in die Clan-Beschreibung gucken bei den Herausforderern. Dann seht ihr das. Okay, gucken wir mal, was er gemacht hat. Einen... wie heißt denn das Zeug nochmal? Yeti Smash. Nimmt aber auch zwei Packer mit dabei, von jeder Flanke, also so ein bisschen zum Funnel. Hat er sehr gut gemacht und nimmt den Slammer hier mit, okay. Er nimmt den Slammer hier mit, der macht nämlich die Mauern da unten auf. Das heißt, er braucht da eigentlich keine Mauerbrecher, hat er auch gar nicht erst dabei. Kann man mal machen, der ist aber jetzt auch nicht wirklich weit gekommen. Ne? Aber hat auch da noch Yetis, einer geht raus, einer geht rein. Und ein paar Bowler noch im Gepäck, früher Wordenzündung, um hier seine Truppen in der Mitte in jedem Fall in die Ability zu bekommen. Das heißt also in die Fähigkeit, in die Unverwundbarkeit für ein paar Sekunden. King und Queen noch zündbar. Oh, ich sehe gerade, er ist auch schon ganz schön weit. Ich würde sogar sagen, der ist mit seinen Helden fertig. Das wusste ich gar nicht. Da muss ich mich mal ein bisschen ranhalten mit dem Avatar. Da hänge ich gerade ein bisschen zurück. Na egal.
Aber sieht sehr, 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 sehr schick aus. Ich sehe es jetzt auch von vorne. Ich habe ja jetzt eben in den Streams, das habt ihr vielleicht am Montag gesehen, habe ich ein bisschen umgebaut. Ich habe nochmal komplett mein ganzes Streamprogramm hier über den Haufen geworfen, bin wieder weg von Streamlabs OBS, nur für die, die es so interessiert, und bin komplett wieder zurück zu OBS, also zu dem Programm, wo ich eigentlich nur mit aufnehme. Gestreamt habe ich mit einem anderen Programm. Und denn das hat mir ganze, das Ganze frisst mir ein bisschen viel CPU-Zeit hier. Ich habe jetzt nicht so einen High-End-Rechner hier unten. Und ich habe dann schon gemerkt, dass wir schon an unsere Grenzkapazitäten kommen, wenn wir mal so ein bisschen die Szenen umschalten. Das kostet auch immer ein bisschen CPU. Und wenn ich einfach mal einen Browser aufmache, um was nachzuschauen oder so. Und das hat mich dann schon ein bisschen gestört. Und ich habe festgestellt, dass OBS hier selber sehr, sehr speicher unhungrig ist, also es ist längst nicht so speicherhungrig wie das Streamlabs OBS. Da muss man schon ein bisschen mehr Cores haben, weil das geht echt auf die CPU. Und ich habe nur einen 4-Core, müsste dann irgendwie auf so einen 8-Core. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir den kaufe. Im Moment sind die AMD-Sachen halt sehr, sehr rar. Und wenn ich da dann tausche, dann müsste ich Motherboard, Arbeitsspeicher und auch die CPU tauschen. So bräuchte ich wahrscheinlich nur eine CPU tauschen, irgendwie so auf so ein i7 oder auf ein i9. Ich denke mal, so ein i7 8-Corer, der liegt noch so im bezahlbaren Bereich. Mal gucken. Aber sehr schön gemacht, wollte ich euch in jedem Fall nochmal mit rein, oder wollte ich nochmal mit reinnehmen hier. Also Packer Bobet kann man, glaube ich, ganz gut benutzen mit Unsichtbarkeitszauber und dem Lock Launcher. Ist ein schönes Paket, denke ich mal. Und sehen wir uns heute Abend beim Midclash. Also der Mittwoch ist schon mal, der ist, glaube ich, schon ein harter Blocking-Tag hier in der Woche, was das Clash of Clans Livestream angeht. Aber ich bin auch am Donnerstag live. Lasst euch überraschen. Wir sind am Freitag live aus dem Clan Free-to-Play, Clankrieg. Ich werde wahrscheinlich auch immer etwas eher anfangen und etwas später aufhören. Muss man mal gucken, dass wir viel, viel live reinkriegen. Ich bin am Samstag für euch live da auch wieder mit was, ich nenne es immer so, recht offiziellen. Also es geht auf jeden Fall in die Vollen, aber die Tagesfolgen wollte ich auch so ein bisschen aufrechterhalten hier auf YouTube. Also nicht nur Livestream, sondern auch so ein bisschen was offline aufnehmen. Ist, glaube ich, ganz, für mich ist das immer ganz in Ordnung. Ist auch ein kleiner Ausgleich. Jetzt heute Abend am Dienstag habe ich nicht gestreamt. Dafür nehme ich ein bisschen auf. Und bleib jetzt einfach sitzen. Ich habe nämlich schon wieder eine Idee, was ich machen kann. Und die setze ich jetzt auch um. Also diese Folge seht ihr dann am Donnerstag. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Toto. Clasht.